So, wenn ich mir das jetzt so angucke hier, Moment, mit der wunderbaren Mauer, wenn wir hier sowieso runtergehen, so ein bisschen, ist das Ding halt schon sehr hoch. Ich meine, das Ding ist ja dann noch gut 4 Blöcke, beziehungsweise 5 Blöcke, wenn man jetzt die höchsten Spitzen jetzt hier mitzählt, höher als das, was wir hier jetzt sehen. Ja, und sonderlich viel Platz werden wir hier drin in dem Hof auch nicht haben. Jetzt kommt noch dazu. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen, ob wir die Mauer dann da vielleicht auch so ein bisschen runterziehen. Jetzt, also ab diesem Zeitpunkt, dass man ja, dass das so ein bisschen runtergeht quasi. Ne? So ein paar Blöcke. Wäre, glaube ich, hier nicht. Ah, machen wir das wirklich? Das ist die Frage. Ja. Also das sollte eigentlich außer Frage stehen. Das heißt, dass wir jetzt einmal ein paar Anpassungen machen, beziehungsweise da generell erstmal wieder diesen wunderbaren Pfeiler reinzwirbeln. Und dann können wir eigentlich mit dem Pfeiler dann ein bisschen runtergehen um ein paar Blöcke. Ist halt die Frage, lassen wir das sanft abfallen? Und dann machen wir da wirklich so einen härteren Cut quasi. Fragen über Fragen! Ja. Du. Es sind Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Steinsäge, ja, nom nom nom. Ein Niedlich. Und den Kram hier natürlich nicht, dankeschön. Weg mit dem Blödchen. Ah, weg damit. Was brauchen wir? We need, hier, Zeug. Mauern! Eins, zwei, drei. Na komm, 4, 5, 6. Wunderbar. Wunderprächtig. Okay. Ich würde ganz gerne wieder hoch, danke. Vor allem auch wieder, weil ich mir das letzte Mal hoch hinaus gewesen, so schon etwas länger. Ja, jetzt habe ich die. Jetzt habe ich die. Moment. Irgendwas. Irgendwas läuft ja doch falsch, oder nicht? Ist das wirklich so richtig? Also, so richtig, richtig? I think so. Okay. Dann, ich habe nichts gesagt. So, das wäre der Pfeiler gewesen. Dann ziehen wir hier mal ein bisschen runter. Normale Steinchen wären natürlich auch noch ein bisschen geil hin und wieder. Ach komm. Ein bisschen. Was macht ihr hier für einen Scheiß? So, nee, war ja doch richtig. Oh Gott. Nee, so. Ach, endlich. Genau. Da nochmal einen dran und hier nochmal einen dran. Und dann würden da jetzt letztendlich die drei von der Mauer hingehen. Einen hier nochmal. Und einen hier und einen dort. Dann wird der letzte jetzt nochmal da dran. Kommt da nicht eigentlich eine Treppe drauf? Warum ist der. Oh Mann, warum vergesse ich ständig alles? Also, wann auch immer ich den Pfeiler da gebaut habe, da fehlt eine Treppe. Da fehlt. Verdient noch mal eine scheiß Treppe, fehlt hier. Jo, na, ran an die Veranda, dankeschön. Okay. Wunderprächtig. Ja, super. Dann hätte ich doch eigentlich auch gleich mal eine Treppe damit ran zwirbeln können. Hauen wir da mal ein bisschen von dem Kram dazu. Und auch vielleicht noch mal ein. Ja, machen wir welche. Weil ich auch ein bisschen mehr füllen an der Stelle. Das ist jetzt nicht so wild. Verdammt. Der Höhe muss ich natürlich wieder eine Treppe gesammelt werden. Ja, genau. Auf die andere Seite natürlich auch nochmal. Komm, eine Treppe da. Das heißt, dass die Zimmer gleich verschwinden wird, aber dann ist es halt so. Wird halt, ne? Zwei Block da drunter. Wunderbar. Machen wir da einen hin. Und da.
Ja, wobei, da wäre vielleicht was Rissiges auch wieder ganz geil gewesen. Na egal, mal auf der anderen Seite. Passt schon. Aber die Zähne muss ich trotzdem weg. Weg damit. Und ganz weg. Der Pfahl wird bis nach ganz unten gehen. Man kennt... Ach, verdammt. Man kennt es ja. Na, Mann. In der Theorie zumindest, in der Praxis bin ich halt wieder so blöd. Ja, vielleicht ein bisschen. Okay. Ein bisschen aus... Ja, wobei hier am Rand jetzt vielleicht Sonntag nochmal ganz geil wäre, wenn ich... das mal so sagen darf. Das wird echt tief hier, muss ich schon sagen. Moment, ich glaube, ich werde da ein bisschen was auffüllen. Den Block hier vielleicht nicht unbedingt. Doch, lassen wir so, wie er ist. Ein paar Steinziegel dazu. Und hier auch nochmal. Drei Stück. Schon sehr hoch, ist mir durchaus bewusst. Aber das ist halt auch nur das Ding. Danach geht es ja wirklich ein paar Blöcke tiefer. Ich würde wirklich sagen, dass wir vielleicht auf... Also das täuschte gerade sowieso bloß, weil wir letztendlich eine Plattform in dieser Höhe hier setzen werden. Ganz so hoch wird das nicht sein. Wir müssen also 1, 2, 3 Blöcke tiefer. Ja, das geht noch. Würde ich mal behaupten, Fragezeichen. Aber jetzt wird er erstmal eine Runde geschlafen. Muss ja nicht. Ah, das ist unser Bett. Nice. Yay. Und natürlich das Trinken nicht vergessen, gerade bei dieser Hitze. Nom nom. Und weiter geht's. Aber nicht in die Richtung, sondern in diese hier. So, Hokus Pokus. Ach ja. Da fehlt ja noch eine Block. Nimmst du diese Blocke. Wunderbar. Hier kommen wieder richtig schöne Ranken reinziehen. Oh, geil. Nein, nicht Ranken, sondern Laubblöcke. Ihr wisst schon, ne? Dieser andere Kram, auf den ich irgendwie total abfahre. Ja. Ich meine, wir können es natürlich jetzt auch stufenweise machen, dass ein Segment immer um einen Block versetzt ist. Oder wir machen da jetzt wirklich den richtigen Komplettversatz innerhalb eines Segmentes. Das wäre halt auch machbar. Also die drei Blöcke waren das, ne? Genau. Die drei Blöcke jetzt... Drei Blöcke? Drei Blöcke. Die drei Blöcke wirklich in diesem Segment hier quasi runterziehen. Kann man machen? Muss man aber nicht. Genau. Glaube ich, würde jetzt einmal nochmal wieder so einen Pfahl hinsetzen an der richtigen Stelle. Und dann auch in der richtigen Höhe. Nicht in dieser übertriebenen Höhe mit dem dicken Sockel, sondern wirklich, so wie es dann eben theopraktisch sein sollte, dass ich jetzt nochmal 6 Mauern. So, 1, 2 und davon auch nochmal 4 Stück. Okay, dann hätten wir die wieder so weit. Die Treppen, ja genau, 3 Treppen brauchen wir natürlich noch. Die Treppen oben lasse ich erstmal weg, aus Gründen. Genau. Ich habe jetzt erstmal bloß die Treppen hierfür, für den Pfahl. Die für da oben, für die Kante da, die erstmal noch nicht, weil wir die nämlich hier an dieser Stelle so ein bisschen anpassen müssen. Wenn wir da überhaupt mit Treppen arbeiten, ist halt die Frage, weil, ja, Gründe halt. Das waren jetzt 2. Okay. Oh, wir können hier schon mal ein bisschen runtergehen. Das wäre nicht so das Ding. Noch ein tiefer bitte. Genau. Tiefer jetzt aber nicht. Das ist jetzt schon das Maximum. Okay. Und den. Wunderbar. Das wäre jetzt Bröckel Nummer 1. Bröckeln wir mal weiter hier rum mit unserem Husten. Okay. Dann müsste es hier theoretisch noch 2 höher gehen. Ja, toll. Weil es die falschen Blocke, aber die falschen Blocke vor allem nach. Oh Gott. Dann hätten wir hier noch einen davon. Ja, genau. Dann hätten wir da noch mal eine weitere Treppe. Und wenn wir hier theoretisch mal mit 2 ganzen Blöcken, glaube ich, lang
gehen und da drauf kommt dann wieder die nächste Treppe. Okay. Ja, genau. Mauer, Mauer und hier haben wir, werden wir sauer. Richtig. Hm. 1, 2, 3 Mauern. Die Mauern saßen an einem ganzen Block dran, wenn mich nicht alles täuscht. Gib mal die Mauern her. Hey, die Mauern bitte. Danke. Eine Mauer hier und eine Mauer da, das finde ich doch wunderbar. Und da nochmal eine Mauer. Vielleicht sollte man sich das generell erstmal angucken. Ja, es ist schon heftig mit dem Höhenversatz. Das ist mir durchaus bewusst. Das ist wirklich viel. Das ist was viel. Egal. Heißt nicht, dass ich am Ende mit einer beschissenen aussehe. Aber es, ja. Nee, nein, heißt es nicht. Das kriegen wir schon hin. Hm. Genau. Da drauf kommt jetzt hier praktisch auch nochmal eine mit der entsprechenden Treppe dran. Also an der Stelle muss dann erstmal nicht die Treppe hin. Hier müssen wir das dann gucken, wie wir da die Verbindung hinsetzen. Das wird ja jetzt generell ziemlich schwierig, sagen wir es mal so. Genau, hauen wir uns ja mal eine. Ach so, ich habe sogar noch eine Treppe. Okay, mal ein bisschen hoch da. Dann soll ich vielleicht bei Zeiten hier die Plattform noch ein bisschen anpassen. Ja, bei Zeiten. Aber nicht jetzt. Sprach er und baute es. Genau jetzt. Nein. Jetzt noch nicht. Erst nachher. Also nachher wäre in meinem Fall, also in meinem persönlichen Fall, gar nicht so unwahrscheinlich. Weil ich nämlich jetzt wieder ein paar mehr Folgen am Stück aufnehmen muss. Anyway. Verdammt, wir kommen ja gar nicht mehr hoch. Wir haben ja gar keinen Weg nach oben, ja. Wollen wir eigentlich die Treppe hinsetzen? Verdammt, das haben wir auch noch gar nicht. Also aktuell kommt man überhaupt nicht auf die Mauer. Auf die Mauer. Auf die Laue. Da kommt gerade keiner hin. So, einmal Wasser einmal in die Hand nehmen, falls ich irgendwie zu blöd bin zum Springen. Na gut, ich hätte es gut oder so nicht überlebt. Aha. Mal ein bisschen futtern. Mom, mom, mom. Dankeschön. Jo. Wie war das jetzt? Wir haben jetzt. Verdammt, wollte ich dann eigentlich noch ein paar. Hab ich das Ding da jetzt falsch gesetzt? Die. Oh, meine Fresse. Leck mich doch. Da. Ja, genau. Auf diese Höhe muss der Kram, meine Fresse. Ey, also manchmal. Ne, manchmal halt. Und jetzt geht das wieder ein bisschen hoch. Oh. Oder? Wir können jetzt natürlich auch versuchen, hier den Zinnansatz erstmal ranzuholen. Naja, was ist Zinnansatz? Den Bogen erst einmal so ein bisschen zu spannen. Naja. War nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. Das wird wahrscheinlich sogar so laufen, dass wir das mit Treppen machen müssen. Gib mal ein paar Treppen her. Naja, nicht damit, nehmen wir davon ein paar Treppen. 1, 2, 3. Davon nochmal eine Treppe, Dankeschön. Ja, her damit, danke. Das sind ja auch drei Blöcke dazwischen. Und wir haben auch einen Block abschnitt. Ja. Also. Oh, Treppen hier. Und eine Treppe hier. Und another Treppe hier. Nochmal eben Luki, wie das aussieht. Unglaublich beschissen, das ist mir durchaus bewusst, aber es ist halt die Frage, ob das trotzdem geht.
Sirup, Sirup. Ich würde ganz gerne diese Treppe austauschen, zu dem ganzen Block machen. Und diese Treppe... Weiß ich nicht. Ach, das ist doch Kacke! Ich habe jetzt noch genug Blöcke dabei, das ist wunderbar. Also, diese Treppe sollte mal weg und durch den ganzen Block ersetzt werden. Genau. Dann wäre es an sich sinniger, wenn wir hier eine Stufe ranzwirbeln, die ich sogar noch dabei habe. Weil es auch der Kram, das ist aber nicht so wild. Was passiert, wenn ich diese Treppe wegnehme? Ist beschissen aus? Mal Lucky Lucky Magie. Komm, den ganzen Kram natürlich behalten. Ob das war ja auch rot. Ja, die Treppe. Jo. Das ist tatsächlich etwas angenehmer als vorher. Ja, 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 komm. Dann lassen wir das so. Ich muss den Kram aber trotzdem wieder haben hier. Den da. Den Treppe, dankeschön. Wunderbar. Ja, genau. Und von da aus läuft es dann wieder ganz normal weiter mit den Bögen. Das ist wirklich bloß dieser Übergang hier. Und der zieht sich ja dann letztendlich auch weiter. Also nicht hier, nur hier, sondern ja auch die Zen wären da dementsprechend auch gestaltet. Genau. Da wäre theoretisch wieder eine Treppe dran, weil das dann... Ja, das ist ein Ansatz noch nicht. Ja, doch, kann man eigentlich schon irgendwo als den Ansatz bezeichnen. Oh, das ist gar nicht so einfach hier. Vor allem, wenn ich halt auch nur noch 20 Minuten Zeit habe für die Folge. Ja, die Folgenlänge hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen angepasst. Dann ist es nicht mehr ganz so anstrengend für euch. Ja, doch, eigentlich trotzdem. So, das war ja jetzt immer jeder zwei... wenn mich nicht alles täuscht, dann wird der hier wegfallen und dann dafür dahin gehen. Ah, viel Schlaf, viel machen. Ob rein ins Bett. Und natürlich das Trinken nicht vergessen. Wichtig. Ganz und gar nicht. Da eine? Da, naja, doch. Oh, meine Fresse, Dummheit. Immer diese Dummheit. Zwei Treppen rum noch. Eine habe ich noch auf der. Ich habe wirklich nur noch eine. Schadi, schadi. Nee, komm, ich wollte eine Treppe haben, dankeschön. So, jetzt haben wir da richtig geilen Scheiß dabei. Okay, wir hätten jetzt also da die Treppe, da die Treppe. Da ist das. Hier rein theoretisch nochmal eine Treppe rankommt. Und dann eine weitere Treppe over here. Ja, ich weiß, auf der anderen Seite müssen wir es auch nochmal machen, aber wenn wir erstmal eine Seite haben, dann ist es halt deutlich einfacher. Da weiter zu machen, ihr wisst. Okay, auf die Treppen kommt ein ganzer Block. Hüpf. Beziehungsweise generell jetzt erstmal überall nochmal einen ganzen Block dran. Hinter den, beziehungsweise zwischen den Blöcken waren dann glaube ich die Mauern, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das heißt, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen Material holen gehen sollten. Ja gut. Holen wir ein bisschen Material und die Steine gehen dann auch gleich mit. Mom. Ja. Randa, ich brauche Zeug. Habe ich denn überhaupt noch was? Ja, ein bisschen. Wir brauchen, naja, richtigen Kram eigentlich nicht so viel, aber auf jeden Fall von den normalen Steinziegeln. Noch mehr Steinziegel. Ja, ein paar Blocksteine. Aber das reicht eigentlich auch. Mehr brauchen wir nicht. Ach, wie schön noch die Mauer von dieser Seite aussieht. Ja, das denke ich mir auch die ganze Zeit. Nein, tue ich nicht. Die Mauer sieht scheißendreck aus. Genauso wie hier.
Wir sind irgendwie dazu nicht sonderlich viel gekommen, aber das ist halt. Ja, ist halt aber so. Jetzt. Okay, wie war das jetzt? Die Steinchen habe ich dabei. Das ist fein. Dann hauen wir da mal einen rauf. Und da einen drauf. Richtig schön auf jede Treppe. Oh, einen drauf. Dankeschön. Und dann meinte ich ja, dass es so wäre, dass es zwischen den Blöcken, die wir gerade gesetzt haben, die Mauern wären. Ein paar Mauern davon und ein paar Mauern davon. Dankeschön. Eine Mauer da. Dann haben wir hier zwei Mauern hin, damit wir den Höhenausgleich da auch mit haben. Dann machen wir das Gleiche. Also wieder unten. Ob das am Ende überhaupt gut aussieht, weiß ich nicht. Das wird sich dann aber zeigen. Gut, aber jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir hier hinterher dann das Filmmaterial noch brauchen. Das ist richtig. Zack. Hier auch. Genau wie hier. Ach man, hör auf, dich zu bewegen, Mann. Ich denke ständig, dass hier irgendwelche Pillager oder so ein Blödchen rumlaufen. Meine Fresse. Okay. Das wäre es ja rein theoretisch. Jetzt soweit. Mit dem Zeug da drauf kommt jetzt, glaube ich, nochmal ein ganzer Block, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, genau, da drauf kommt ein ganzer Block, an dem dann letztendlich auch der Zinnansatz liegt. Okay. Fein, fein, fein. Höher, weiter, hoch hinaus. Na komm. Also hier oben drauf dann eben. Ja, vielleicht sollte ich mal generell überall anfangen. Also. Einmal drauf da, genauso wie hier und dort. Dort. Einmal überall. Aber. Ja, da haben wir vielleicht eher so einen. Das will ich doch sehen. Doch schön aus hier. Wunderschön. Ja, und wie war das? Hier kommen jetzt die Dings-Zinnansätze ran. Dann setzen wir die da mal dran, würde ich mal sagen. Ein paar mehr vielleicht. Schön. Da haben wir eine Zelle. Das ist die nächste. Nächste. Und nächste. Haben wir da noch wieder eine. Und da noch eine. Wunderbar. Ja, Mauer nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal. 1, 2, 3, 5. Wie viele habe ich denn? 4 Stück. Okay, dann nehmen wir eine. Dankeschön. Eine Mauer hier. Und eine Mauer da. Nochmal da eine. Und nein, und wir haben am Schluss dann auch nochmal einen hingesetzt und jetzt kommt auf diese Höhe ja eigentlich die Lauffläche. Genau. Da oben drauf kommen jetzt mal die polierten Polyesterteile. Da hinten aus. Ich brauche ein paar Blöcke. Dankeschön. Poliert. Poliert, wunderbar. Genauso wie ich es haben wollte. Ja, da drauf, den da drauf. Ich finde es ja toll, dass wir jetzt schon die Zinnen hier bauen, auf der einen Seite zumindest, aber die Fläche zum Laufen noch gar nicht drin haben. Was soll's? Wen interessiert das schon? Genau. Niemanden! Theopraktisch müssten wir hier dazwischen jetzt noch die Mauern setzen. Gar nicht so einfach mit den Teilen dazwischen. Dann ist immer so. Wenn ich das halt, jo, das interessiert mich nicht. Eine Mauer da. Und hier dann auch noch mal eine. Genau so hier. Und hier. Und hier. Ja. Na, so wird das. So nicht haben das.
Ja, da müssen wir natürlich trotzdem noch die Treppen und die Stufen drauf. Das ist richtig hüpf. Hier ist rein theoretisch Treppe. Und hier Stufe. Hier dann wieder eine Treppe. Und eine Stufe. Eine Treppe, Dankeschön. Ja, es wird. Aber ich würde mal sagen, es wird beim nächsten Mal weiter. Also, genau, bis dann.